Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier im Arena Battle 2. Ja, ich freue mich mega immer noch. Jetzt kommt mein zweites Kämpfchen. Und wir haben es, ach du Scheiße, mit sehr, sehr, sehr viel Feuer zu tun. Und auch noch mit Stahl. Okay, das wird eklig. Das wird ziemlich ekelhaft. Wir kämpfen gegen Kakarot Uzumaki, a.k.a. Zeno. Und, ja. Holy shit, das ist auf jeden Fall ein sehr zugeschnittenes Team auf uns. Akani, Fuego. Akani kann Turbo-Tempo haben. Skelabra könnte gewalt sein. Aber, ja. Oh, und Dings hat Robustheit, Stolos. Es sei denn, es megert sich. Oh, shit. Fiaro ist mega gefährlich wegen Orkanschwingen. Deswegen sind die Tarnsteine fast Pflicht. Und Forstelka wird uns nicht viel bringen, Alter. Wir müssen Forstelka irgendwie gegen Stolos reinkriegen. Und dann die Tarnsteine legen, weil dann zerbricht sein Feuerteam. Deswegen sind die Tarnsteine auch extrem wichtig für uns. Ich werde mit Zäpfchen leaden, weil ich da einfach viele Optionen habe. Unter anderem Fiaro eben zu one-shotten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird eklig, aber ich sehe auf jeden Fall eine Chance. Fuego, Akani, ich schreibe es mir mal ganz kurz auf. Und auf geht's. Ich überlege bloß noch gerade, wie dieser Fuchs heißt. Es fällt mir gerade nicht ein. Ich schreibe jetzt hier einfach Fuchs hin. Dann werde ich schon wissen, was gemeint ist. Okay, auf geht's, Leute. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wir können das auf jeden Fall schaffen. Je nachdem, womit er leadet halt auch. Wird's sehr interessant werden. Er beginnt mit Stolos. Oh, er will die Tarnsteine legen, oder? Ich vermute, dass er die Tarnsteine legen will. Ja, sehr wahrscheinlich. Okay, angenommen, er legt die Tarnsteine. Dann können wir einmal auf Donner gehen. Und danach mit Voltwechsel rausgehen auf Forstelka, um die Tarnsteine wieder wegzuwischen. Wir könnten auch das Klebenetz legen. Brauche ich das Klebenetz? Gegen Skelabra? Ja. Gegen alles andere ist es natürlich auch nützlich. Die sind alle so halbschnell, also viele der Pokémon. Ja, das ist die Frage. Was ist wichtiger? Klebenetz oder Donner? Ich denke, Klebenetz ist ein wenig besser für uns. Deswegen gehe ich auf Klebenetz. Stolos kriegen wir so schon irgendwie down. Und ja, ein Donner unsererseits würde schon Damage machen, aber ob es die Hälfte ziehen würde, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und ich bin eigentlich froh, dass Stolos gerade drin ist, weil das für uns die Option ist, die Tarnsteine rauszubringen. Und er legt sie, wie erwartet. Es ist gut, dass Zäpfchen noch lebt. Oder es ist wichtig, dass Zäpfchen, dass der Fokus gut noch existiert. Weil dagegen, dann haben wir einen Saven, ein saves Pokémon gegen Fiaro, was das gefährlichste. Wobei, so gefährlich ist es halt nicht mehr, wenn die Tarnsteine erstmal draußen sind. Ehrlich gesagt. Ich überlege nur gerade, ob ich jetzt vielleicht noch auf einen doppelten Donner gehe. Oder ob das zu viel des Guten ist. Zäpfchen kann noch sehr, sehr wichtig für uns sein. Wir gehen auf den Voltwechsel. Wir gehen auf den Voltwechsel. Und gucken mal, wie viel Damage das macht. Nee. Donner hätte... Nee, Donner hätte nicht die Hälfte gemacht. Von daher war es, glaube ich, schon gut so, wie wir es tun. So, er sollte jetzt eigentlich nichts in der Hand haben gegen Monday. Also mit seinem Stolos nicht, mit seinem restlichen Team. Na, Kopfstoß. Okay. Aber das kriegen wir gut ausgehalten. Monday ist ein physisches Biest. Definitiv. Und jetzt hätte der doppelte Donner doch gereicht wegen dem Rückstoß. Der wäre bei Zäpfchen noch ein bisschen stärker gewesen. So, wir werden jetzt nicht direkt Turbo drehen, sondern ich werde auf jeden Fall erst einmal die Tarnsteine raushauen. Das ist momentan wichtiger als die Tarnsteine auf der Gegnerseite. Solange Stolos existiert, haben wir noch die Möglichkeit, unsere wieder wegzumachen.
Irgendwie. Hoffe ich. Naja. We will see. Vielleicht wäre doch erstmal ein Turbodreher besser gewesen. Ich weiß nicht. Aber okay, jetzt sind zumindest Zahnsteine auf beiden Seiten. Und das ist nicht ungefährlich. Fuego kommt rein. Ja. Fuego. Tarnsteine liegen. Eine Feuerattacke ist obvious. Heißt, Aranestro wäre ein guter Switch-In, um Feuer abzuwehren. Aber gegen alles andere wird es dann schon kniffliger. Wenn wir ganz ehrlich sind. Aber warte mal. Stolos ist angedamaged. Skelabra bekommt Tarnsteinschaden. Also seine Fokusgurte sind Schrott. Das heißt, Stoned ist im Prinzip schon... Ja, Akani hat noch eine Prio-Attacke. Akani müsste am besten noch rausgehen. Und dann könnten wir bereits zu einem Sweep versuchen anzusetzen. Okay. Switchen wir auf Bubbles. Bubbles bekommt halt Tarnstein-Damage. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber eine Feuerattacke überleben wir halt leider Gottes aktuell nicht. Das heißt, wir müssen im Optimalfall irgendwie Stolos rausholen. Nur ist Bubbles die beste Option gerade. Alles andere... Wir haben keine andere Option. Nee, die Tarnsteine müssen irgendwie weg. Die Tarnsteine, ja... machen uns das Leben gerade ein wenig schwer. Aber Bubbles packt Feuer auf jeden Fall gut. Und es kommt auch Feuer. Auch wenn es physisch ist. Wow! Holy, macht es Damage. Es ist nicht sehr effektiv auf uns, ne? Wegen unserer Wasserblase. Aber vielleicht outspeeden wir. Durch das Klebenetz. Mal gucken. Ja, wir outspeeden. Geil. Immerhin Fuego down. Das kann er nicht packen. Ne. Ganz kurz nochmal nachgeguckt, ob da nicht vielleicht auch noch irgendwas sich verändert. Aber nee. Alles gut. Fuego geht down. Das ist wichtig. Wer kommt jetzt? Fiaro? Stolos wäre so geil. Stolos wäre perfekt für unseren Plan. Weil dann können wir Aranestro down gehen lassen. Es kommt Akani. Ja, aber Akani ist auch gut, weil Akani halt down gehen muss. Akani muss eigentlich sterben. Outspeeden werden wir das Ganze nicht. Leider grow es nicht. Aber beispielsweise mit Zäpfchen oder sogar mit Scaraborn sollten wir outspeeden können. Das heißt, wir lassen Bubbles, glaube ich, down gehen. Es wird wahrscheinlich einfach ein Turbo... Warte mal, wenn nur ein Turbo-Tempo... Nee, Forstelka dürfen wir auf jeden Fall jetzt nicht in Gefahr bringen. Es wird wahrscheinlich keine Feuerattacke kommen, aber danach würde halt eine kommen. Und ja, deswegen, lass uns einfach versuchen, vielleicht outspeeden wir... Nee, Turbo-Tempo werden wir nicht packen. Dazu ist Turbo-Tempo einfach zu stark. Eine der besten Attacken überhaupt, glaube ich. Akani... trägt Leben auf? Hat nicht irgendwer von anderes von ihm schon Leben auf? Nee, das war im letzten Kampf, ne? Das war Cesurio im letzten Kampf. Okay, ja, Wird Scaraborn outspeeden? Wird Tommy outspeeden? Und kann Tommy irgendwas machen? Eine Antikkraft halt. Aber ob die reicht? Reicht Antikkraft? Puh. Es ist nur Stärke 120 dann, mit Lebenorb aber. Und speziell tankt Akani nicht so gut. Ja, es könnte reichen. Es könnte. Tommy oder Scaraborn? Scaraborn hat Felswurf. Als Mega reicht es. Als Nicht-Mega vielleicht weniger? Ach, kein Plan, Leute. Ich denke... Ich habe halt mit Tommy zum Beispiel noch nie gekämpft. Ich weiß nicht, wie viel Damage es macht. Aber wir haben einen guten Spezialangriff, ne? Im 180er-Bereich. Ja. Stärke 60. Boah, nee, ich glaube, ich gehe auf Scaraborn. Ich glaube, Scaraborn ist mir ein bisschen sicherer momentan. I'm sorry. Auch wenn Jan mega, mega nice gewesen wäre.
Aber kann ja immer noch werden. Okay. Megern wir uns, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir outspeeden, aber sollten wir in der Theorie. Weil Akani, keine Ahnung, wenn es beispielsweise eine Init von 170 hat, wo ich glaube ich nicht mehr weiß, ob es das erreichen kann, dann würde es durch Klebenetz 33% glaube ich verlieren. Ne? Und ein Drittel von 170 sind ungefähr so, sagen wir mal 50, dann outspeeden wir. Auch als Mega. Und als Mega gehen wir halt auf jeden Fall sicher, dass wir mit Felswurf es besiegen. Von daher mega ich an dieser Stelle. Wir hätten uns Hochmut auf jeden Fall holen können. Das ist ganz klar. Aber ja. Machen wir es mal an dieser Stelle nicht. So, jetzt wird sehr wahrscheinlich Fiyaro dann gleich kommen. Das war ein Volltreffer. Also, es wäre sehr, 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 sehr hart gewesen, als Nicht-Mega das hinzukriegen. Gehe ich mal von aus, weil es eben auch nur zweimal treffen kann. Und zweimal hätte nicht gereicht. Nicht mal als Mega. Deswegen war, glaube ich, schon gut, wie wir es gemacht haben. Ja, Fiyaro mit Flug ist jetzt natürlich sehr brisant. Den Fuchs outspeeden wir, Stolos outspeeden wir, Skelabra berührt. Er geht auf Phoenixes. Hat's den Wahlschal vielleicht? Könnte sein. Könnte sein, dass es den Wahlschal trägt. Und gegen Stolos wäre Skelabra uns schon noch sehr nützlich. Aber wir haben ja nichts, was wir dagegen einwechseln können. Durch die Tarnsteine geht alles instant down, was wir reinswitchen. Das heißt, wir müssen mit Skaraborn drin bleiben, selbst wenn wir outspeedet werden. Was mir natürlich definitiv nicht gefallen würde. Ganz und gar nicht gefallen würde. Aber we don't have any options. Wir sind schneller. Boah, da hat er mich jetzt aber echt ein bisschen geprankt. Gerade in der Situation. Dann weiß ich nicht, warum er Phoenixes reinschickt. Entweder wollte er pranken oder er hat das Klebenetz nicht bedacht. I don't know. Aber den Fuchs haben wir auch down. Das war dann ein Fehler seinerseits. Weil so langsam... Ja, beziehungsweise Mega Skaraborn kann man natürlich auch als langsam einstufen. Ganz, ganz klar. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, gängig ist es gar nicht, das unbedingt froh zu spielen. Also mit Init Plus Wesen. Sondern eher mit einem harten Wesen. Den Angriff steigernd. Und dann ist Skaraborn ziemlich langsam. Und dann... Hätte er auf jeden Fall outspeedet. Aber ist dann Akani so slow? Möglicherweise. So, Fiyaro verliert schon mal die Hälfte seiner KP. Übrigens, worauf ich auch immer sehr stark geachtet habe, bei vielen Pokémon, ist, dass sie eine ungerade KP-Anzahl haben. Man sieht es jetzt in dem Team nicht so gut. Bei Zäpfchen ist es halt eh Wayne, weil wenn Zäpfchens Fokus-Code down geht, also wegen den Tarnsteinen, wenn ungerade KP-Anzahl, kannst du einmal mehr einwechseln, deine Pokémon. Bei Zäpfchen ist es eh egal. Deswegen habe ich da nicht drauf geachtet. Bei Bubbles ist es wichtig. Bei Stoned ist es auf jeden Fall, also mehr oder weniger wichtig. Bei Skaraborn ist es auch nicht unwichtig. Warum der gerade KP-Anzahl hat, weiß ich nicht. Bei Monday ist es, ja, nicht so wichtig, aber auch nicht unwichtig. Und bei Tommy ist es so, dass die KP-DVs eben noch nicht voll sind. Okay, jetzt haben wir es mit Fiyaro zu tun. Und Fiyaro ist ein Problemchen, weil Skaraborn wird es auf jeden Fall outspeeden. Das ist klar. Und Skaraborn wäre gegen Stolos schon noch nützlich. Während Tommy... Ist Tommy wichtig für uns? I'm not so sure about that. Ja, die Frage ist, solange die Tarnsteine da sind, muss Fiyaro sich halt selbst töten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Deswegen, Tommy hat nichts, ne? Ja, doch, Spukball. Ich bleib mit Skaraborn drin. Und gehe auf den Felswurf. Wir werden sehr wahrscheinlich sterben. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber er macht sich zumindest gut Damage. Fiyaro ist halt das Gefährlichste von allen, ne? Okay, aber... es hat eine Beere, was? Angriff steigernd. Okay. Große, große Preisfrage. Oh, das wird noch eine harte Number. Aber wir... Wir schicken Zäpfchen rein. Leider... Also wir sind full auf Init, aber...
Und Fiaro vielleicht nicht. Vielleicht können wir dann outspeeden, aber Fiaro ist halt freaking schnell. Deswegen glaube ich, wird er uns jetzt auch einfach zerfetzen. Ich denke, ich gehe auf eine Donnerwelle. Falls er rauswechselt oder so. Wobei, falls wir outspeeden, ist es nicht so klug. Ja, nee, komm, wir gehen auf den Donner. Das ist schneller. Naja, Fiaro ist halt übel hart, immer noch. Obwohl Orkanschwing mittlerweile nicht mehr ganz so stark ist. Es geht aber down. Oh, das war so wichtig. Ich dachte schon, das würde jetzt nicht passieren. Okay. Fiaro ist down. Jetzt könnte Skelabra reinkommen. Was machen wir gegen Skelabra? Ich weiß es nicht. Jetzt wäre Schutzschild von Tommy sehr wichtig. Weil wenn das Vieh... Ich glaube, Tommy dürfte outspeeden. Wir werden es versuchen, Leute. Ja, es kommt der Kronleuchter. Und der geht jetzt auf Flammenwurf und wird alles von uns wegracken. Alles. Wenn wir nicht outspeeden jetzt, dann haben wir verloren. Und wenn wir es nicht one-shotten, ne? Das kommt dazu. Wir gehen auf die stärkste Attacke, die wir haben, Spukball. Wir können nicht mehr viel machen, als zu hoffen. Tommy outspeedet. Und es reicht, oder? Bitte, lass es reichen. Ja, oh Gott im Himmel. Also wir haben immer noch nicht gewonnen. Aber Leute, jetzt sieht's gut aus. Oh, wäre Skelabra schneller gewesen? Also ich weiß nicht, ob es ein Wahlschal hatte oder nicht. Kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Kakarotto. Aber dann, also keine Ahnung, es war knapp, glaube ich, von der Init her. Es war schon ziemlich knapp. Gut, Stolos bekommt ein bisschen Damage. Es dürfte sich eigentlich nicht erholen dürfen durch irgendwas. Deswegen gehen wir jetzt einfach auf den Spukball, drücken ihm ein bisschen Schaden. Holy, holy shit. Und Stolos könnte noch langsamer, dürfte langsamer sein als Castellite. Das heißt, auf ein Erdbeben kommen wir auch nochmal. Nur physisch kommen wir da halt nicht gut durch, ne? Das ist klar. Aber mal gucken. So, Spukball. Wie viel Damage drückst du, Jan Mega? Wie viel Damage machst du? Ja, das ist guter Damage. Das ist sehr guter Damage. Und Kopfstoß. Holt er sich auch noch ein bisschen Rückstoß ab? In Ordnung. In Ordnung. Gut, Tommy geht down. Du bekommst noch mehr Rückstoß. Und dann gehen wir jetzt auf Forstelka. Mega, mega krass, dass wir die Tarnsteine das ganze Battle über nicht mehr wegbekommen haben. Aber vielleicht war es doch wichtiger, die Tarnsteine zu legen. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Besiegen wir es mit einem Voltwechsel? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher und ich will das Risiko auch nicht eingehen. Deswegen gehe ich auf den Turbodreher, um die Tarnsteine erstmal wegzumachen. Okay, wir sind langsamer. Das ist gut. Erdbeben packen wir, denke ich, oder? Ja. Also auch das zweite, meine ich. Davon war gerade die Rede. So, jetzt sind die Tarnsteine weg. Das heißt, Dings kommt auf jeden Fall mit vollen KP rein. Es sei denn, er geht jetzt nochmal auf die Tarnsteine. Was er machen könnte... Ob ihm das was bringt, weiß ich nicht, weil, keine Ahnung, ich bin mir ziemlich sicher, dass Castellite outspeeden wird. Und im sonstigen Fall wird, glaube ich, Monday mit einer Voltwechsel-Staffette auf jeden Fall das Ganze hinkriegen. Also ein Voltwechsel, zwei Voltwechsel, dann wird es irgendwann reichen. Aber er legt die Tarnsteine nicht mehr, versucht es gar nicht mehr und, ja. Ich denke aber, Voltwechsel wird reichen, oder? Wir machen zwar nicht viel Damage mit Monday, aber das wird funktionieren. Ja, und Stolos ist besiegt. Holy shit! Das war mega eng. Das war mega, mega eng. Denn wenn Skelabra schneller gewesen wäre, wäre es auch schneller gewesen als Castellite und als Forstelka. Und in dem Fall hätten wir keinen Turbodreher oder so mehr einsetzen können. Hätten wir eh nicht machen können gegen ein Geist-Pokémon. Und dann wäre Forstelka One-Hit gewesen und Castellite wäre One-Hit gewesen. Und Jan Mega wäre auch One-Hit gewesen. Deswegen sehr, sehr knappe Sache. Aber der zweite Sieg für uns. GG an dich, Kakarot, Uzumaki. War kein schlechtes Spiel. Also, den Fuchs hast du weggeworfen.
Aber ja, ansonsten, ja, wer weiß, wenn du den Fuchs nicht weggeworfen hättest, wer weiß, vielleicht wäre es dann noch ein bisschen enger geworden. Weil, schwierig, weil du dann den Fuchs jetzt noch gegen, ja, Jan Mega hätte ihn wahrscheinlich rausgenommen dann vielleicht. I don't know. Aber GG auf jeden Fall. Zweiter Kampf, zweiter Sieg für uns, zweiter Sieg für dieses Team. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dieses Team auch nochmal wiedersehen. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr Bock habt. Also beim nächsten Mal gibt es dann erstmal wieder Kämpfe von anderen Leitern. Und irgendwann kämpfen auch wieder und wieder. Und ja, bisher waren die Kämpfe alle ziemlich eng, fand ich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns bis dahin und tschüss.